Willkommen zu diesem Lernvideo. Heute geht es um die Photometrie und das Lambert-Beer'sche Gesetz. Das Lernvideo richtet sich an Auszubildende aus den Laborberufen, also Chemielaborantinnen, Chemielaboranten, Biolaborantinnen, Biolaboranten, aber auch CTAs, BTAs und so weiter. Es wird natürlich etwas an Vorwissen benötigt, damit Sie das Ganze verstehen. Und zwar betrifft es vor allem die elektromagnetische Strahlung. Also Begriffe wie Wellenlänge oder Frequenz und Energie und wie man die berechnet, das sollten Sie kennen. Außerdem sollten Ihnen die Begriffe absorbierte Farbe, Komplementärfarbe, weißer Farbeindruck, schwarzer Farbeindruck und so weiter etwas sagen. Und dann die zentralen Begriffe, worauf das Ganze jetzt hier auch aufbaut, ist die Absorbanz, früher auch Extinktion genannt, oder auch die Transmission, Durchlässigkeit. Diese beiden Begriffe, die sollten Sie auch kennen, wobei ich, weil diese Begriffe hier so wichtig sind, auch nochmal ganz kurz wiederhole. Und last but not least, nachher kriegen Sie sehr viele Aufgaben zum chemischen und analytischen Rechnen und natürlich brauchen Sie hier auch sehr viele Kenntnisse, was das Verdünnen angeht, die Berechnungen hierzu und so weiter. Dieses Arbeitsblatt finden Sie bei www.laborberufe.de und zwar im Ordner C2BL, also für Biolaboranten im zweiten Lehrjahr. Und es empfiehlt sich auf jeden Fall, dieses Arbeitsblatt bereit zu halten, weil da sind viele Aufgaben drauf und Sie müssen nachher hin und wieder auf Pause drücken in diesem Lernvideo und dann die ein oder andere Frage lösen. Die Musterlösungen zu diesen Aufgaben, die finden Sie übrigens im gleichen Dokument auf den letzten Seiten. Schauen wir uns zur Wiederholung zu Beginn ganz kurz nochmal den prinzipiellen Aufbau eines Photometers an. Da haben wir zu Beginn die Lichtquelle und nach diversen Linsensystemen kommt ein sogenannter Monochromator als Bauteil. Der hat die Aufgabe, die voreingestellte Wellenlänge, die man dem vorgeben kann, dem Monochromator, durchzulassen. Alle anderen Wellenlängen werden rausgefiltert. Und der Monochromator, der macht also aus dem polychromatischen Licht, was aus sehr vielen verschiedenen Wellenlängen besteht, nur noch monochromatisches Licht, also das Licht, was dann sozusagen den Monochromator hier verlässt, besitzt nur noch eine Nanometerzahl. Alles andere ist rausgefiltert worden. So, dieses Licht, das strahlt mit einer gewissen Einstrahlintensität in eine Küvette ein. Diese Küvette ist befüllt mit der Probelösung. Und ein Teil des Lichts wird hier eben absorbiert. Und eine gewisse Intensität, eine Restintensität kann aber die Küvette wieder verlassen und gelangt letzten Endes auf eine Photozelle oder einen Fotodetektor. Und die ganze Photometrie baut eben darauf, wie stark eben hier das Licht abgeschwächt wird, also wie stark die Intensität abgeschwächt wird, weil diese Abschwächung ist ein Maß dafür, wie konzentriert eben die Lösung ist. Der erste wichtige Begriff ist der Begriff der Transmission oder auch Durchlässigkeit und der ist definiert als Quotient aus der Restlichtintensität, hier mit I bezeichnet. Hier oben in der Abbildung findet sich das Symbol IT, geteilt durch I0. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in dieser Küvette gar nichts absorbiert wird, also das gesamte eingestrahlte Licht nachher die Küvette wieder hier verlässt, dann ist hier die Restintensität genauso groß wie die Einstrahlintensität. Da ist das hier nicht verringert worden und die Konsequenz ist, dass hier das I genauso groß ist wie das I0 und damit ist der Quotient hier dann eben 1. Und das ist also eine Transmission von 1 oder von 100% bedeutet eben vollständige Durchlässigkeit bei der entsprechenden Wellenlänge, die man hier voreingestellt hat. Das andere Extrem wäre, wenn die Restintensität praktisch überhaupt nicht mehr vorhanden ist, wenn die 0 ist, dann ist dieser ganze Quotient auch 0, weil eben der Zähler dann 0 ist. Und eine Transmission von 0 oder von 0% bedeutet eben, dass die Durchlässigkeit praktisch gar nicht mehr vorhanden ist und alles, was an Licht hier einstrahlt in die Küvette, letzten Endes hier absorbiert wurde. Der zweite sehr wichtige Begriff ist der Begriff der Absorbanz. Oder auch Extinktion genannt und das ist der 10er Logarithmus vom Quotienten I0 geteilt durch I. Und die Absorbanz ist ein Maß, wie viel von dem Licht hier absorbiert wird.
Rein mathematisch kann die unendlich groß werden, diese Absorbanz. In der Praxis misst man aber allerhöchstens bis zu einem Wert von 2,5 oder 3. Eine Absorbanz von 0 würde bedeuten, dass gar nichts absorbiert wird. Eine Absorbanz von 1 bedeutet, dass 90% des Lichts absorbiert werden. Eine Absorbanz von 2 bedeutet, dass 99% des Lichts absorbiert werden. Eine Absorbanz von 3, das zeigt das Gerät gerade noch so an, bedeutet, dass 99,9% des Lichts hier absorbiert werden. Und schon hier sind die Restlichtintensitäten so gering, weil ja 99,9% hier zum Beispiel verbleiben in der Küvette, dass der Fotodetektor Schwierigkeiten hat, das genau messen zu können. Und deswegen misst man in der Praxis höchstens bis 3 oder so etwas. Es gibt auch eine Grenze, die greift noch vorher, werden wir in Kürze sehen. Allerdings kommt hier eben eine technische Grenze ins Spiel, weil einfach die Restlichtintensität dann zu gering ist. So, für die Umrechnung dieser beiden Größen gibt es eben folgende Formeln. Die Absorbanz ist minus Logarithmus t. Und wenn man t haben will, bei gegebener Absorbanz, ist es einfach 10 hoch minus a. Wir wollen als nächstes schauen, von was diese Absorbanz abhängt, von welchen Faktoren. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist die Schichtdicke. Und wenn Sie mal folgendes Bild sich anschauen, bei diesem Barracuda, dann schauen Sie doch mal bitte ganz genau hier oben hin und vergleichen Sie mal hier die Farbe hier oben in diesem Glas mit der Farbe hier unten. Und Sie sehen, glaube ich, eindeutig, dass hier unten der Farbeindruck heller ist als hier oben. Und man kann eindeutig sagen, wie viel von dem Licht absorbiert wird, hängt natürlich auch von der Schichtdicke ab. Wenn das Licht durch eine geringe Schichtdicke fällt, dann kann natürlich nicht so viel absorbiert werden, wie wenn die Schichtdicke relativ groß ist. Also hier haben wir schon mal die erste Abhängigkeit, dass das nicht nur einen Stoff betrifft, sondern eigentlich alle Stoffe, die gelöst vorliegen und die überhaupt absorbieren, sieht man eben auch, wenn man sich ein anderes Gefäß anschaut. Auch hier sieht man, dass eben da, wo die Schichtdicke gering ist, dass hier wesentlich weniger absorbiert wird, wie hier oben von dem Licht, was einstrahlt. Das ist also der erste Faktor, die Schichtdicke, die eine Rolle spielt, wie groß die Absorbanz ist. Es gibt auch eine zweite Größe, die die Absorbanz wesentlich beeinflusst. Und das sieht man auf folgendem Bild. Und zwar sind das jetzt hier alles Küvetten, wie man die eben in der Photometrie benutzt. Die haben alle die gleiche Schichtdicke. Aber trotzdem ist hier der Farbeindruck viel, viel höher als hier vorne. Also kann man sagen, hier wird viel mehr von dem Licht absorbiert als hier. Und wie viel nämlich absorbiert wird und wie groß die Absorbanz ist, hängt natürlich ganz stark auch von dem Gehalt der Lösung ab, also von der Konzentration. Das ist also der zweite Faktor, der hier eine Rolle spielt. Ab hier würde ich Ihnen empfehlen, auch mitzuschreiben, damit Sie auch was für Ihre Unterlagen haben. Wir schreiben als Überschrift auf das Lambert-Beersche Gesetz. Im Wesentlichen kann man sagen, dass der Inhalt des Lambert-Beerschen Gesetzes folgender ist, dass die Absorbanz linear von der Konzentration abhängt. Wir können also so ein Schaubild malen mit der Konzentration und hier die Absorbanz. Die Absorbanz, da habe ich nochmal die Formel hingeschrieben, wie die definiert war. Das war der Logarithmus I0 geteilt durch I. So, und die Abhängigkeit von der Konzentration ist also linear. Zum Beispiel kann die für einen bestimmten Stoff so aussehen. Schreiben wir gerade mal hin, Stoff X.
Und Sie sehen, je höher die Konzentration ist, desto höher ist die Absorbanz. Und diese Linearität, das ist auch der Grund, warum man die Absorbanz so logarithmisch definiert hat, weil es eben einen solchen linearen Zusammenhang dann zur Konzentration gibt, was das Rechnen dann relativ einfach macht. Deswegen macht es schon Sinn, dass man das hier logarithmisch definiert. Bei der Transmission wäre der Zusammenhang kurvig, das wäre kein linearer Zusammenhang. Man kann erkennen, dass die Absorbanz steigt mit steigender Konzentration und zwar linear. Allerdings wird der Stoff unter diesen Bedingungen nicht so empfindlich detektiert, weil wir brauchen schon relativ große Konzentrationen, um überhaupt die Absorbanz etwas ansteigen zu lassen. Es wäre doch viel geschickter, wenn wir eine andere Messbedingung wählen, bei der dieser Stoff deutlich empfindlicher detektiert wird. Also wenn die Gerade nicht so flach verläuft, sondern wenn die Gerade deutlich steiler wäre. Und das gibt es, kann es auch geben. Und zwar beim selben Stoff X. Wenn man nämlich eine andere Wellenlänge wählt, man kann eine weniger geeignete Wellenlänge nehmen, wo der Stoff dann nicht so empfindlich detektiert wird, oder man nimmt eine wesentlich geschicktere Nanometerzahl, bei der eben diese Abhängigkeit der Absorbanz viel, viel größer ist von der Konzentration. Dann führen schon kleine Konzentrationen schon zu einem relativ großen Signal auf dem Photometer und man kann diesen Stoff dann sehr empfindlich detektieren. Also wie viel absorbiert wird, hängt auch von der Wellenlänge ab. Hier sollte es die Wellenlänge 1 sein, Lambda 1, hier sollte es die Wellenlänge 2 sein, Lambda 2. Und es gibt also weniger geschickte Wellenlängen und deutlich geschicktere Wellenlängen, wo eine deutlich empfindlichere Detektion möglich ist. Bei einem anderen Stoff läuft die Gerade natürlich vielleicht ein bisschen anders. Wir können mal für einen Stoff Y mal so eine Gerade einzeichnen. Das wäre Stoff Y. Bei der Wellenlänge 3. Und wir können vielleicht beim Stoff Y, da gibt es vielleicht auch eine etwas andere Wellenlänge, wo der Stoff klein ein bisschen empfindlicher detektiert wird. Auch das wäre Stoff Y bei der Wellenlänge 4. Also in jedem Fall gilt das Lambert-Beersche Gesetz. Und in jedem Fall gibt es eben aber auch die Abhängigkeit erstmal von dem Stoff und von der Wellenlänge, bei der man detektiert. Wir können also schreiben, die Absorbanz A hängt vom gelösten Stoff und der Messwellenlänge ab und ist proportional zur Konzentration. Was wir vorher auch gesehen haben, das sollten wir vielleicht auch noch aufschreiben, dass die Absorbanz natürlich auch von der Schichtdicke abhängt. Je größer die Schichtdicke, desto höher ist die Absorbanz. Und auch hier ist die Abhängigkeit linear. Das heißt, wir können aufschreiben. Weiterhin ist die Absorbanz proportional zur Schichtdicke. Mathematisch können wir also schreiben, die Absorbanz ist die Steigung mal der Konzentration. Mal der Schichtdicke. Ja, auf der X-Achse haben wir ja die Konzentration aufgetragen. Und Sie wissen alle aus dem Matheunterricht früher, dass es die Steigung gibt und die Geraden hier, die unterscheiden sich in der Steigung. Und diese Steigung, das ist ein konstanter Faktor für einen gegebenen Stoff bei einer gegebenen Wellenlänge. Und weiterhin gibt es eben eine proportionale Abhängigkeit zur Schichtdicke. Also wenn zum Beispiel die Schichtdicke doppelt so breit ist, dann ist auch die Absorbanz doppelt so breit. Oder auch bei der Konzentration, wenn Sie die Konzentration fünfmal höher wählen,
wird auch die Absorbanz fünfmal höher sein. Ja, die sind also proportional zueinander. Und für diese Steigung, da gibt es jetzt verschiedene Begriffe. Also einmal im Matheunterricht, früher haben sie das Steigung genannt. Man kann das auch Proportionalitätskonstante nennen. Proportionalitätskonstante wäre eben ein Synonym für Steigung und sehr häufig in der analytischen Chemie spricht man auch von dem Response-Faktor, also wie groß eben die Abhängigkeit ist des Messsignals, bei uns ist es diesmal die Absorbanz, von der entsprechenden Konzentration. Also auch Response-Faktor ist auch ein sehr wichtiger Begriff, den man hierfür häufig verwendet. Also Response steht ja im Englischen für Antwort. Und Response-Faktor, wie groß das Antwortsignal ausfällt des Detektors. Also wenn Sie einen hohen Response-Faktor haben, dann haben Sie eine hohe Abhängigkeit von der Konzentration und der Detektor ist sehr empfindlich für diesen Stoff. Mit Symbolen ausgedrückt kommt man zum Lambert-Beer'schen Gesetz und es lautet A ist gleich diese Steigung. Oder dieser Proportionalitätsfaktor, der hat den Namen hier Epsilon, das griechische Epsilon. Die Konzentration, da lege ich mich mal fest jetzt auf die Stoffmengenkonzentration in Mol pro Liter. Und die Schichtdicke, die wird meistens mit D abgekürzt. Ja, und das ist das Lambert-Beer'sche Gesetz. Die Absorbanz ist eben diese Steigung dieser Geraden mal der Konzentration, hier mal der Stoffmengenkonzentration, mal der Schichtdicke. So, die Stoffmengenkonzentration wird in Mol pro Liter eingesetzt. Die Schichtdicke, die ist typischerweise bei den meisten Laboranwendungen 1 cm. Wenn also nichts nachher bei den Aufgaben dasteht dazu, oder dann ist stillschweigend immer angenommen, dass die Schichtdicke 1 cm ist. Und das Epsilon, das ist der sogenannte molare Absorptionskoeffizient. Molare deswegen, weil die Steigung hier, wenn ich auf der X-Achse die Stoffmengenkonzentration auftrage, das ist eben dann bezieht sich auf Mol pro Liter und deswegen der molare Absorptionskoeffizient. Manchmal verzichtet man auch auf das Wort molar und sagt einfach nur Absorptionskoeffizient. Und A ist, wie gesagt, die Absorbanz. Die Absorbanz ist eine dimensionslose Zahl, die hat also keine Einheit oder die Einheit 1. Und wenn man sich überlegt, dass die Einheit der Konzentration Mol pro Liter und die von der Schichtdicke 1 Zentimeter ist, dann können Sie sich doch gerade kurz selber überlegen, wie groß die Einheit sein muss des molaren Absorptionskoeffizienten, dass sich die Einheiten gerade hier wegkürzen und bloß noch eine Zahl stehen bleibt. Drücken Sie also bitte auf Pause jetzt. Und versuchen Sie, die Einheit von Epsilon selbst zu ermitteln, dass eben alles an Einheiten sich wegkürzt und hier bloß noch eben eine Zahl dasteht. Also jetzt auf Pause drücken und selbst überlegen. So, die Einheit ist dann eben Liter durch Mol mal Zentimeter. Hätte man auf der X-Achse Millimol pro Liter aufgetragen, dann wäre dann die Steigung Liter durch Millimol mal Zentimeter wäre dann eben die entsprechende Steigung dieser Geraden. Also es hängt eben davon ab, was man auf der X-Achse aufgetragen hat. So, das ist das Lambert-Beer'sche Gesetz formuliert mit der Stoffmengenkonzentration. Gerade im biologischen Bereich, aber auch im chemischen Bereich wird aber das Lambert-Beer'sche Gesetz auch häufig für die Massenkonzentrationen formuliert. Das ist hier auch eine Konzentrationsangabe. Und mit der gleichen Berechtigung kann ich also nochmal ein Gesetz aufschreiben, das praktisch identisch ist vom Aufbau her. Bloß sind die Symbole ein bisschen anders. Und zwar die Absorbanz ist auch nichts anderes als dieser Proportionalitätsfaktor. Jetzt hier mal die Massenkonzentration mal die Schichtdicke. Also die Massenkonzentration, die wäre hier in Gramm pro Liter zum Beispiel anzugeben. Und die Steigungen, die man dann hat, wenn man Gramm pro Liter aufträgt auf der X-Achse, die heißen dann, die Steigungen, das sind also auch Absorptionskoeffizienten, aber das sind die sogenannten spezifischen Absorptionskoeffizienten.
Und da gibt man das spezifisch immer mit an. Also wenn man nur von Absorptionskoeffizient spricht, meint man den molaren. Hier, das ist dann das spezifische Absorptionskoeffizient. Genau. Und der hat die Einheit, wenn man das hier in Gramm pro Litern einträgt, Liter durch Gramm mal Zentimeter. Wenn man natürlich hergeht und trägt auf der X-Achse Milligramm pro Liter auf, dann wäre das hier die Steigung, die man dann hat, wäre dann in der Einheit Liter durch Milligramm mal Zentimeter. Also das ist dann, findet sich unmittelbar immer hier wieder in der Einheit der Steigung. Wenn Mol pro Liter ist, ist Liter durch Mol mal Zentimeter. Hier ist es Liter durch Gramm mal Zentimeter, wenn das hier Gramm pro Liter ist. Also das sind die Lambert-Beer'schen Gesetze. Also das gleiche Gesetz eigentlich, nur einmal für die Stoffmengenkonzentration und einmal für die Massenkonzentration formuliert. Zu guter Letzt sollte man vielleicht noch mal ganz kurz ansprechen, dass die Messwellenlänge und der Stoff an sich, diese beiden Größen, die fließen hier in diese Konstanten ein. Epsilon, also die Absorptionskoeffizienten, sind stoffspezifische Konstanten und hängen weiterhin ab von der Wellenlänge, vom Lösungsmittel, von weiteren gelösten Stoffen, die vorhanden sind, und auch etwas von der Temperatur. Alle die beeinflussen eben diese Werte für Epsilon. Und wenn Sie eine sehr geschickte Wellenlänge wählen, zum Beispiel, wo der Stoff sehr empfindlich detektiert wird, dann ist dieses Epsilon relativ groß. Es hängt also auch wirklich von der Wellenlänge Lambda ab. Jetzt sollten Sie in der Lage sein, die ersten Aufgaben auf diesem Aufgabenblatt zu lösen. Das Aufgabenblatt lautet ja Aufgaben zur Photometrie, gibt sie im Ordner C2BL unter laborberufe.de und ich würde dir vorschlagen, dass Sie jetzt die Aufgabe 1.1 und 1.2 sowie die Aufgabe 1.7 mal selber rechnen. Sie brauchen dafür nur die Lambert-Beer'schen Gesetze, wie wir sie kennengelernt haben und also wie gesagt, die Aufgabe 1.1, 1.2 und 1.7 würde ich Ihnen empfehlen jetzt zu machen. Leck mich doch, musste das immer so. Jetzt sollten Sie eigentlich in der Lage sein, die ersten Aufgaben selber zu rechnen. Sie finden, wie gesagt, diese Aufgaben unter www.laborberufe.de im Ordner C2BL. Und alles, was Sie dafür brauchen, ist eben jetzt dieses Lambert-Beer'sche Gesetz, das wir aufgeschrieben haben. Und ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie jetzt mal die Aufgabe 1.1 selber rechnen. Die Aufgabe 1.2 sollten Sie ohne Probleme lösen können. Und die Aufgabe 1.7. Vergessen Sie nicht, wir haben bei diesen Gesetzen nie die Wellenlänge selbst eingesetzt. Also bei manchen Aufgaben, wie zum Beispiel bei der ersten, steht ja auch die Wellenlänge mit dabei, 537 Nanometer. Diese Zahl spielt aber keine Rolle. Die ist aber natürlich wichtig für die Bestimmung, weil sie eben das Epsilon mitbestimmt. Aber im Lambert-Beer'schen Gesetz taucht eben dieses Lambda dann eben nicht mehr auf. Ob Sie das richtig gerechnet haben oder nicht, können Sie selber lesen, weil die Musterlösung, die finden Sie im gleichen Dokument auf den letzten Seiten. Also drücken Sie jetzt auf Pause und versuchen Sie eben diese drei Aufgaben hier zu lösen. 1.1, 1.2, 1.7.